Kommilitonen, meine Damen und Herren, wir gehen davon aus, dass wir einen Beobachter voraussetzen oder selbst uns in der Rolle des Beobachters befinden, aber nicht nur das, sondern dass wir auch den Beobachter beobachten, also auf die Beobachtung, Beschreibung zweiter Stufe steigen und von dort aus beschreiben, mit welchen Unterscheidungen der Beobachter auf der ersten Stufe seine Beobachtungen vornimmt. Dadurch wird immer relativiert, wird die erste Stufe auch relativiert und insgesamt auch auf höheren Stufen führt uns das zu der Einsicht, dass wir auch immer alternativ beobachten können. Es gibt nicht nur eine einzige ontologisch festgelegte Beobachtungseinstellung, die global universal gilt. Von dort aus gesehen, aus diesem Standpunkt aus gesehen, möchte ich Ihnen die Problemebenen einer Soziologie der Mitgliedschaft umreißen und wir werden sie dann im Fortgang des Semesters in die Tiefe untersuchen. Zur Einleitung möchte ich Ihnen skizzieren, damit Sie den Anschnitt richtig erfassen, was die Zielsetzung der Soziologie der Mitgliedschaft im Bezugsrahmen der soziologischen Theorie ist. Die soziologische Theorie der Mitgliedschaft stimmt die Theorie der sozialen Systeme, die Gesellschaft und die Evolutionstheorie, die Klammer Medientheorie, dahingehend aufeinander ab, dass sie den Aufbau und die Struktur des Gesellschaftssystems und seine Evolution auf die Variation des Mitgliedschaftscodes, seine Operationalisierung, Programmierung und die Differenzierung von Mitgliedschaftsmedien abstellt. Evolutionstheoretisch legen die Differenzierungsformen die Kodierung der Mitgliedschaft fest, die Kodierung der Mitgliedschaftsbedingungen fest. Ihre Programmierung, Operationalisierung, entscheidet über Kommunikation und Nicht-Kommunikation und den Verbleib in sozialen Systemen. Sie erkennen an diesem Punkt, kann man einen Pfeil zeichnen, dass damit zugleich das Inklusions-Exklusionsproblem angesprochen ist. Wobei ich davon ausgehe, dass man das Inklusions- und Exklusionsproblem, das heißt die Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von Personen in der gesellschaftlichen Kommunikation auf die Analyse der Differenzierungsformen verlagert. Die Systemtheorie erklärt soziale Systeme, Kommunikation und Evolution, auch evolutionäre Errungenschaft, zirkulär. Das ist zu unterstreichen. Zirkulär. Was heißt das? Durch Evolution können Strukturen bereits bestehender Systeme verändert werden. Das führt uns zu dem Problem des Anfangs in der Zeit.
Wir denken ja immer so, ja, die Evolution muss ja irgendwo mal angefangen. Wo hat denn die Evolution angefangen und wo hört die Evolution auf? Die zirkuläre, der zirkuläre Zugang zu der Evolution von Strukturen besagt, dass die Unterscheidung von Anfang und Ende eine Unterscheidung eines Beobachters bzw. Interpreten ist. Sofern sich ein System nicht selbst beobachtet, sind absolute Anfänge Ursprungsmythen. Das heißt, in der Analyse der Emergenz von sozialen Systemen, Kommunikationen, auch von Gesellschaft, setzen wir eigentlich Gesellschaft immer schon voraus. Es handelt sich immer um eine rekursive Vorgehensweise. Sofern wir nach einem Anfang fragen, verweist diese Frage ihrerseits auf die Weltzeit bzw. auf das Kontinuum der Weltzeit und ihre Limitierung durch die Systemzeit bzw. die Systemgeschichte. In der zeitlichen Abfolge des Vorher und Nachher gibt es keinen absoluten Anfang und kein absolutes Ende, bei dem nicht die Frage nach dem Vorher und dem Nachher wiederholbar gestellt werden könnte. Daran können Sie sich verdeutlichen, dass die Weltzeit als ein Kontinuum, Augustinus würde sagen, als eine Allgegenwart, die Allgegenwart Gottes, für uns nicht verfügbar ist. Wir können über diese Zeit nicht disponieren. Differenzlose Zeit, also Allgegenwart, die Allgegenwart Gottes, differenzlose Weltzeit ohne Zukunft und Vergangenheit und Sukzession, beruht auf der Unterscheidung von unserem erlebbaren Zeitbewusstsein. Vom Bewusstsein aus beschrieben, geht es dabei um eine Grenzerfahrung, die selbst voraussetzen muss, dass es eine andere Seite der Grenze gibt. Also die Frage ist immer die, ja, man spricht von Grenzerfahrung, wir sprechen ja auch von existenziellen Erfahrungen. Existenzielle Erfahrung als Grenzerfahrung, können wir solche Erfahrungen machen? Die Antwort darauf ist auch paradox, wir können die Erfahrungen nur machen, wenn wir ja die Grenze schon gezogen haben und wir eine unmarkierte äußere andere Seite der Grenze voraussetzen, die wir wiederum selbst nicht erreichen. Also jede Grenzziehung setzt voraus, dass es eine andere Seite der Grenze gibt. In diesem Sinne, von diesen Überlegungen ausgehend, setzen wir Gesellschaft als ein soziales System voraus, das über Mitgliedschaft entscheidet und Fragen nach der Reproduktion, der Kommunikation, der Entscheidung über Mitgliedschaft als eine differenzielle Selektion. Ich führe hier bereits den Begriff der differenziellen Selektion ein, ich komme in dieser Stunde noch darauf zu sprechen, weil ich im Fortgang diesem Semester dann zeigen werde, dass man strukturelle Evolution als eine differenzielle Selektion beschreiben soll.
Die Abstimmung zwischen der Theorie sozialer Systeme, der Gesellschafts- und der Evolutionstheorie betrifft die evolutionäre Differenzierung von Gesellschaft, Organisation und Interaktion, die in der Folge der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems zu einer Formänderung der Mitgliedschaftsbedingungen geführt hat. Das betrifft die Inklusionslogik funktionaler Differenzierung und ihre besondere Organisation im politischen System. Hervorzuheben ist dabei, das ist ganz wichtig, dass die Abstimmung der objekttheoretischen Bereiche der Systemtheorie von ihrer Vereinheitlichung zu unterscheiden ist. Mit der System-Umwelt-Relation, der Unterscheidung zwischen Operation und Strukturen, sind alle Systeme theoretisch aufeinander abstimmbar. Alle Systeme. Es wären auch Maschinensysteme. Sie sind aber nicht vereinheitlichbar. Also es ist die Abstimmung dieser Theorien von ihrer Vereinheitlichung zu unterscheiden. Abstimmung, abstimmbar sind alle Bereiche der Systemtheorie. Alle Bereiche, Systeme sind nicht vereinheitlichbar, weil zum Beispiel die Theorie der psychischen Systeme nicht mit der Theorie sozialer Systeme zu vereinheitlichen ist. Die Theorie von Maschinensystemen ist auch nicht mit der Theorie sozialer Systeme zu vereinheitlichen. Die Vereinheitlichung liegt also immer auf der Ebene der sozialen Systeme. Sie liegt nicht auf der Ebene der Umwelt sozialer Systeme. Die erste Frage, die wir uns zu stellen haben, ist, wodurch wird die Vereinheitlichung zwischen der Theorie sozialer Systeme, der Gesellschafts- und der Evolutionstheorie vorgehen. Die Vereinheitlichung betrifft Strukturänderungen, die nur systemintern erfolgen können. Die Strukturänderung des Gesellschaftssystems ist keine Änderung, die wir der Umwelt des Gesellschaftssystems zurechnen können, sondern alle Strukturänderungen sozialer Systeme finden in diesem Sozialsystem statt, unabhängig davon, ob es sich um Gesellschaft, Organisation oder Interaktion handelt. Strukturänderungen können nicht extern vorgenommen werden. Der Strukturbegriff ist doppeldeutig. In den verschiedenen Fachdisziplinen wird der Strukturbegriff unterschiedlich verwendet. Das Einfachste ist es für uns, wenn wir davon ausgehen, dass Strukturen reversibel sind, Ereignisse dagegen aber irreversibel. Ereignisse sind immer besondere, einmalige und zeitlich bestimmte Ereignisse, die sich nicht wiederholen können. Strukturen erlauben Reversibilität. Man kann eingestellt und entlassen werden, eine Vorlesung kann anfangen und beendet werden,
Eine Beziehung kann angefangen und beendet werden. Mit dieser Unterscheidung ist angesprochen die Unterscheidung zwischen Type und Token. Also wir würden natürlich immer ein Type von dem Token, dem Vorkommen unterscheiden. Also eine Verabredung zu einem Rendezvous würde einen ganz bestimmten Typus eines Ereignisses exemplifizieren. Die Durchführung einer Klausur würde einen ganz bestimmten Typus eines Ereignisses exemplifizieren. Für die Analyse von Strukturänderungen können wir die evolutionären Mechanismen der Variation, der Selektion und der Restabilisierung heranziehen, mit denen wir die Morphogenese sozialer Systeme, die Differenzierung des Gesellschaftssystems und die evolutionäre Strukturbildung vereinheitlichen. Die Festlegung des Gegenstandsbereichs der Evolutionstheorie stößt auf das Paradox der Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen und seine Auflösung. Mit diesem Paradox stellen wir nicht die Frage nach der Richtung von Evolution als der Nahtstelle der Evolutionstheorie. Diese Frage ist, gehen wir von diesem Paradox aus eine falsch gestellte Frage stellen, sondern wir gehen davon aus, dass Selektionen zu Strukturbildungen führen. Das schließt es natürlich nicht aus, dass ich einen evolutionären Vorgang auch als eine Richtung beschreiben kann. Ich kann auch als eine höhere Entwicklung beschreiben. Aber ich sollte dabei wissen, dass ich dabei eine Entscheidung gebrauche und ein zeitliches Geschehen unter einem bestimmten Gesichtspunkt beschreiben. Also Strukturbildung, Selektion der Strukturbildung sozialer Systeme wäre der zentrale Gegenstandsbereich der Theorie gesellschaftlicher Evolution. Insgesamt geht eine Komplexitätstheorie sozialer Systeme über die klassische Evolutionstheorie deshalb hinaus, da die System-Umwelt-Differenzierung kein Ergebnis einer natürlichen Auswahl ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie sich verdeutlichen sollten. Es geht nicht um eine Natural Selection als eine Anpassung an eine externe Umwelt. Das ist nicht der evolutionäre Mechanismus, der ausgezeichnet wird, weil wir die Umwelt nicht erreichen, sondern es geht um systeminterne Variationen, Selektionen und Restabilisierung. Und insofern ist die klassische
Evolution kein Anwendungsfall der klassischen Evolutionstheorie. Man kann natürlich sagen, die Evolutionstheorie des 19. Jahrhunderts hat in dem Sinne keinen Nachfolger gefunden. Man steht immer noch in dieser Tradition. Die wurde im letzten Jahrhundert fusioniert mit der Humangenetik. Aber dieser Ansatz ist aus meiner Sicht so nicht auf die Evolution des Gesellschaftssystems anzuwenden, und zwar aus dem genannten Grund, dass alle Variationen, Selektion und Restabilisierung systeminterne Ereignisse sind. Ich habe Ihnen hier kurz diese Mechanismen angeschrieben, evolutionäre Systembildung, spezifiziert auf die Mitgliedschaftsdimensionen, Variation, Selektion, Restabilisierung, Operation, Strukturen, System, Umwelt, Relation. Das sind allgemeine Mechanismen. Etwas zugespitzt, übertrieben und dann auch verfehlt, können Sie sagen, diese Mechanismen können Sie auch auf Steine anwenden. Ja, also auf die Evolution der Steine, ja, wenn Sie das möchten. Sehen, wie ergiebig das Ergebnis dann ist. Und hier dann die Mitgliedschaftsdimensionen. Und diese drei Dimensionen möchte ich Ihnen in dieser Stunde noch erläutern und dann übergehen auf die Soziologie der Mitgliedschaft, die Soziologie der Mitgliedschaft. Also Variation, Selektion, Restabilisierung oder Retention. Ich nehme den Begriff auch der Retention, weil die Restabilisierung immer ein Vorgang in der Zeit ist. Also sich immer auch klar zu machen, in den Dimensionen, sachlich, zeitlich und sozial. Das sind gleichgewichtete Dimensionen, aber in Bezug auf die Reproduktion sozialer Systeme, die Restabilisierung, nimmt die Dominanz der zeitlichen Dimension drauf. Weil alle sozialen Systeme sich in der Zeit zu restabilisieren. Wenn das nicht gelingt, zerfallen sie. Variation, Selektion, Restabilisierung. Unter Variation sind die Operationen sozialer Systeme zu verstehen. Operationen auch im Sinne von Ereignissen, die mit ihrem Vorkommen wieder verändern. Schwinden. Ein Grundproblem von sozialen Systemen, wenn sie sich in der Zeit zu restabilisieren haben, wenn es zeitlich determinierte Systeme sind, dann haben die Ereignisse keine Dauer. Nämlich jedes Ereignis verschwindet wieder mit seinem Eintreten. Variationen sind in der Regel zunächst evolutionär folgenlos. Durch Variation erfassen wir das koevolutionär situative und kontingente Entstehen von sozialen Systemen. Etwas frei ausgedrückt, das gilt auch für humanspezifische, den Übergang von Populationen zu humanspezifischen Populationen. Das ist ja ein großer Zeitpunkt. Wahrscheinlich muss sehr viel experimentiert worden sein. Ja. Es hat vielleicht sehr viele Variationen gegeben, die dann
wieder ausgeschrieben worden sind. Es gilt das für verschiedene andere Bereiche. Um mal einen mir nicht nahestehenden Philosophen zu nennen. Theodore Adorno hat in seinen Überlegungen zu Beethoven, vor allem über den späten Beethoven, der immer wieder herausgestellt, diesen Vorgang ja, der Kreativität, andauernd komponieren und dann das Beste auswählen. Beethoven hat andauernd komponiert, ja, und hatte hier solche Pakete von Kompositionen und hat dann zwei Blätter ausgewählt. Hohe Variation in dem Fall. Ja. Sehr enge Selektion. Also, Variation betrifft dieses situativ kontingente, ja, es ist situativ, das sind Ereignisse, die sich unter bestimmten Umständen ereignen, sie sind kontingent, ja, sie könnten auch anders sein. Ja, Beethoven hätte auch ins Kaffee gehen können. Andere Motivation, hätte sich dem vielleicht nicht so ausgesetzt. Entscheidend ist dabei, dass die Emergenz sozialer Systeme sich einer überkomplexen Umwelt verdankt, wobei die Emergenz sozialer Systeme durch eine Interdependenzunterbrechung herbeigeführt wird. Und das verweist hier schon auf die Problemebene Welt. Also die Welt ist letztlich die Causa Efficiens von Evolution und von sozialen Systemen. Ich werde zu der Problemebene dann noch etwas kurz sagen. Entscheidend ist, dass der Variationsmechanismus für soziale Systeme nicht im organischen System liegt. In ihm liegt keine Entsprechung zu ihnen vor, sondern alle Variationen haben ausschließlich in sozialen Systemen zu erfolgen. Das ist aus meiner Sicht die Erklärung dafür, dass der Aufbau von Eigenkomplexität eintritt, die sich aber auch als evolutionär hinderlich und nicht mehr als handhabbar erweisen kann. Also Eigenkomplexität, hohe Komplexität, ist nicht eo ipso ein Gütemerkmal. Hohe Komplexität der Persönlichkeitsstruktur kann sich als sehr hinderlich erweisen für das Bewusstseinssystem, weil solche Personen sich schwer tun, soziale Beziehungen zu gestalten. Hohe Komplexität eines Ausbildungssystems kann sich als sehr hinderlich erweisen, weil es schwer fällt, die Ausbildung zu organisieren, situativen Konsens zu erreichen über das, was gewährt werden soll. Denken Sie an die Bildungsschulpläne der Schulen. Wenn Sie da einen so Plan legen, dann legen Sie dann gleich wieder zur Seite. Ja, also haben Sie auch eine sehr hohe Komplexität, die aber nicht handhabbar ist. Also hohe Komplexität heißt nicht, dass oder hohe Eigenkomplexität heißt nicht evolutionären Fluss weitergehen, sondern es kann sich auch als sehr hinderlich erweisen. Selektion betrifft im Unterschied zur Variation die Struktur. Sie dient der Erinnerungshilfe an Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Erwartungen.
Strukturen bilden sich zwangsläufig aus, dass sonst keine Erwartungen vorgenommen und projiziert werden können. Zwangsläufige Ausbildung von Strukturen, jetzt in Bezug auf soziale Systeme, von Erwartungsprojektionen, wäre das nicht der Fall, dann ja, wären Kommunikationen nicht fortsetzbar, würden sich auflösen. Zur evolutionären Selektion von Strukturen kommt es nur dann, wenn eine Variation in ihrem Strukturwert auffällt und sich die Frage stellt, ob sie angenommen oder verworfen wird. Selbstreferenzielle Systeme wählen, bevorzugen, verwerfen, vergessen fortlaufend Strukturen. Das ist der Punkt, wo ja dann auch das Gedächtnis, das systemische Gedächtnis, die Memory Function, im Spiel kommt. Weil in der selbstreferenziellen Reproduktion ja immer etwas vergessen wird, auch verworfen werden kann, etwas bevorzugt wird. Erst durch diesen Vorgang des Bevorzugens, Verwerfens und Vergessens tritt Evolution ein. Dabei ist im Blick zu behalten, dass mit diesem Vorgang immer auch eine Abweichungsverstärkung im Verhältnis zur Umwelt eintritt. Also das ist der Übergang, wo die Emergenz sozialer Systeme stattfindet, weil soziale Systeme die Interdependenz zur Umwelt zu unterbrechen haben. Wenn das der Fall ist, dass in der Geschichte sozialer Systeme, in der Reproduktion sozialer Systeme, immer diese Abweichungsverstärkung vorliegt, dann können wir sagen, dass die evolutionäre Strukturselektion kein stabilitätsorientierter Vorgang ist. Das heißt, die Strukturen, die evolutionär selektiert werden, gewährleisten nicht ohne weiteres Stabilität. Wir können zum Beispiel durch eine bestimmte Komplexität auch die Stabilität. Je raffinierter eine Kommunikation gestaltet wird, ja, als Beispiel denken Sie an das Raffinement, ja, oder an die Liebessemantik des 18. Jahrhunderts, ja, raffinierter die Beziehung gestaltet wird, ja, umso bedrohter ist sie auch, weil der andere vielleicht das nicht versteht oder Motive unterstellt werden, die die Teilnehmer gar nicht haben und dergleichen mehr. Das heißt, die Selektion von Strukturen gewährleistet nicht gleichzeitig Stabilität und so auch in allen anderen, auch großen Funktionssystemen. Das gilt für Kommunikation, das gilt für soziale Systeme generell. Es kommt noch ein zusätzliches Problem hinzu, dass soziale Systeme, also auch mit zunehmender Komplexität der Differenzierungsformen, ja auch indifferent werden gegenüber, wie wir uns selbst identifizieren. Das heißt, soziale Systeme können ihre Struktur nicht davon abhängig machen, wie wir uns selbst identifizieren.
gibt im günstigsten Fall in ihm einen Spielraum für unterschiedliche Selbstidentifikationen. Also das ist ganz wichtig für die Sozialisationstheorie, aber auch für die Erziehungswissenschaft, weil das die Bruchstelle eigentlich ist. Die Erziehung, generell Erziehung zu handhaben und zu managen. Das ist keine ganz neue Einsicht. Sie finden das schon bereits in Dürkheims Erziehungssoziologie, aber etwas anders formuliert. Insofern, also da Strukturselektion kein stabilitätsorientierter Vorgang ist, ist die Restabilisierung einzuführen. Die klassische Evolutionstheorie kannte den Vorgang der Restabilisierung nicht, sondern natürliche Selektion, ja, war schon dieser restabilisierende Vorgang. Da Strukturselektion aber nicht stabilitätsorientiert ist, müssen wir die Restabilisierung einführen. Auf was bezieht sich die Restabilisierung? Die Restabilisierung bezieht sich auf die Einheit des Systems im Unterschied zur Umwelt, somit auf die Identität des Systems. Hier haben Sie dann eigentlich schon diesen Punkt, auch wenn Sie immer von den beiden Grenzen ausgehen. Soziale Systeme sind immer grenzerhaltende Systeme, das ist auch eine alte Einsicht, wo Sie das Problem der kollektiven Identitäten zu platzieren haben. Identität des Systems, die Identität der Mitglieder sozialer Systeme, auch unter der Voraussetzung einer individualistischen Leitkultur. Restabilisierung kann positiv und negativ erfolgen. Nicht genutzte Möglichkeiten können zum Beispiel erinnert werden. Restabilisierung heißt aber nicht einfach Bestandserhaltung, sondern die Reproduzierbarkeit von Problemlösungen in der Zeit. Also die Restabilisierung ist zum Beispiel der Bereich der funktionalen Analyse im Hinblick darauf, dass soziale Systeme immer auch nach unterschiedlichen Problemlösungen suchen, nach funktionalen Äquivalenten für bestimmte Problemlösungen suchen. Für die Bewältigung von Knappheit gibt es nicht nur eine, für diesen funktionalen Imperativ gibt es nicht nur eine Problemlösung. Es gibt unterschiedliche Problemlösungen. Die Restabilisierung ist somit auf die Identitätssicherung sozialer Systeme gegenüber ihrer Umwelt zu spezifizieren. Diese Identitätssicherung würde, untersuche ich dann mitgliedschaftssoziologisch im Hinblick auf die kollektive Identität der Mitglieder sozialer Systeme. Auch dann, wenn die Leitkultur individualistisch ist. Interessant halt auch immer darauf zu achten, dass wir, also auch das aus der Perspektive des politischen Systems, aber auch der anderen großen Teilsysteme,
Wir mögen uns ja individuell diesen Identitäten überlegen fühlen. Aber das Problem ist, wir bekommen sie immer extern zugeschrieben. Wenn Sie als Franzose nach Italien fahren, ja, dann werden Sie als, kommen Sie eine bestimmte Identität, werden Sie gelabelt, wie man das in der Sozialpsychologie auch sagt. Jetzt im Neutralen sind Sie auch als Deutscher nach Italien fahren oder nach Amerika, nach Australien. Je andersartiger die Umwelt, umso deutlicher wird das also dann auch noch. Ja, bekommen Sie das zugeschrieben. Daran können Sie das erkennen. Ja, das, und warum? Das sind ja Orientierungen in der Kommunikation. Das sind ja keine essentiellen Aussagen, sondern es sind Orientierungen in der Kommunikation. Gut, zusammenfassend ist festzuhalten, dass Variation auf die Operation, die Selektion auf die Strukturen und die Restabilisierung auf das System-Umwelt-Verhältnis sozialer Systeme zu spezifizieren ist. Daran erkennen wir die Zirkularität der Evolutionstheorie, da Operationen, Strukturen und Systeme nicht unabhängig voneinander auftreten können. Bei den Operationen handelt es sich bei sozialen Systemen um das Ereignis der Entscheidung über Mitgliedschaft, die selbst als Ereignis keine Dauer hat. Diese Entscheidung tritt immer nur als eine Kommunikation auf. Von Variation kann man deshalb sprechen, da die Entscheidungen auch unerwartet ausfallen können. Sie können aber auch folgenlos bleiben. Sofern Sie einen Selektionswert aufweisen und ungewohnt sind, so stellt sich das Problem der positiven oder der negativen Selektion. Es ist hervorzuheben, dass Variation, Selektion und Restabilisierung eher im Ausnahmefall zusammenwirken und die einzelnen Bestandteile bei ihrem Anschluss auch aneinander mit unterschiedlichem Ausmaß beteiligt sind. Vermutlich ist ihr gleichzeitiges Zusammenwirken nicht der Normalfall, da Variation und Restabilisierung schwer aufeinander abstimmbar sind. Das ist zentral der Fall bei der funktionalen Differenzierungsform. Im Fall funktionaler Differenzierung, Variation, Selektion, Restabilisierung, strukturell auseinanderfallen. Ich bin auch der Meinung, ohne da in die Rolle eines Besserwissers so ohne weiteres schlüpfen zu wollen, die Rede von Krise, auch anlässlich der Ereignisse der letzten Jahre, eigentlich irgendwo irreführend. Das wird so journalistisch beschrieben. Man weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist. Also Krise, spricht über einen Krankheitsverlauf, ist ein Höhepunkt, der Patient stirbt oder wird gesund. Ja. Um so etwas handelt es sich aber offensichtlich nicht. Ja. Die Krise ist ja nicht einfach auch nur eine Sequenz im Wirtschaftszyklus, ja, sondern
Die Ereignisse sind durch eine Eigenkomplexität des Wirtschaftssystems zu erklären, die auch darin besteht, dass die Zentrums-Peripherie-Beziehung des gegenwärtigen Wirtschaftssystems sich verändert haben. Gut, das nur als Anwendung zu diesem Problem. Die nicht aufeinander Abstimmbarkeit dieser Mechanismen Variation, Selektion und Restabilisierung könnte auch die Erklärung dafür sein, auch in Bezug jetzt auf die neue Wirtschaftskrise, mich dann doch dann dieser Sprache zu gebrauchen, dass soziale Systeme nur begrenzt lernfähig sind. Man muss sich immer fragen, man hat es ja in der Alltagspsychologie, in der Alltagssoziologie, man sagt, ach, das hätte der eigentlich wissen können. Ja, und ja, ist doch ein intelligenter Typ, was macht er solche Sachen? Ja. Im Kleinen wie im Großen, auf der Mikro- wie auf der Makroebene. Wir neigen dann zur Psychologisierung. Ja. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass soziale Systeme nur begrenzt lernfähig sind. Ich komme zum Schluss. Unter dem Gesichtspunkt der Umwandlung von Unwahrscheinlichkeit in Wahrscheinlichkeit ist die Theorie sozialer Systeme, die Gesellschafts- und die Evolutionstheorie nicht nur aufeinander abstimmbar, sondern auch zu vereinheitlichen. Das würde ich Ihnen dann in den nächsten Stunden weiter ausführen, wie diese Vereinheitlichung aussieht. Das Gesellschaftssystem ist das umfassende Sozialsystem, dessen Evolution zu einer Variation der Mitgliedschaftsbedingungen führt. Und genau diese Variation der Mitgliedschaftsbedingungen kann für diese drei Teilklänge, Theorie sozialer Systeme, Gesellschaftstheorie und Evolutionstheorie zusammen. Das würde ich Ihnen dann in den nächsten Stunden im Einzelnen darstellen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.